Hey Leute, willkommen zurück zu Kingdom Comes Deliverance. Auf zum Bogenschießtraining. Da haben wir noch gar keine Erfahrung von. Wie auch immer. Mit Bogenschießen. Er hat ein Schwert. Und hinten umhauen und dann zack, Schwert klauen. Taschendiebstahl. Kann ich nicht. Er weiß, dass ich da bin. Ah, es hat aufgehört. Klart auf. Hoffe ich. Ich hab sonnige Tage viel lieber. Das? Ah. Ein Sühnekreuz. Was ist denn? Was ist denn? Beweg dich. Kannst du nicht rennen? Sowieso gehört bei den Rittern der Schutz ab der Probereich immer auf. Du musst den Typen immer nur aufs Knie hauen. Dann ist das Knie ab und dann sitzt dir nichts mehr zu gebrauchen. Wo sind die Ritter in Vollpanzerung? Ihr guten Leute, lasst ein armes Weib nicht sagen. Kneipe. Bock auf eine richtige Kneipenschlägerei hier. Ein bisschen trinken und dann Streit anfangen. Ah, Bogenschießen. Ah, hier ist der Schießstand. Ach ja, stimmt, der Fappel ist ja auch da. Nee. Mag den Typ. Mal sehen. Nimm diesen Bogen, stell dich dort drüben hin und es kann losgehen. Und noch etwas. Zieh diesen Armschutz an. Ohne kannst du dich mit der Sehne verletzen, also sieh zu, dass du ihn immer trägst. Danke, Hauptmann. Spar dir den Dank und mach dich bereit. Konzentriere dich. Der Bogen ist nicht gerade die Lieblingswaffe eines Ritters, kann sich aber als sehr nützlich erweisen. Aus einiger Entfernung kommen zwei Banditen. Ich könnte ja jetzt, ne? Aber. Schieß einem ins Auge, lass den Bogen fallen und stell dich dem zweiten mit dem Schwert. Herr König im Karl, Himmel, Gott lass es selig. Lieber. Ermutigte seine Untergebenen, das Bogenschießen zu erlernen. Er veranstaltete sogar Turniere in Prag. Aber dort wärst du nicht weit gekommen. Du hältst das Ding wie ein Stück Feuerholz. Genug geredet. Dort ist das Ziel. Versuch es zu treffen. Hab ich doch. Spanne den Bogen, ziele und lass dann los. Bekomme ein Gefühl für den Rhythmus. Atme beim Spannen ein, halte für einen Moment den Atem an und lass dann los. Keine ruckartigen Bewegungen. Lass die Sehne einfach durch die Finger gleiten. So, als ob du sie noch einmal zurückziehen würdest. Das ist eine Bewegung, wenn der Pfeil das Ziel anvisiert und darauf zufliegt. Nur zu. Das da ist ein Übungsbogen. Der Pfeil bleibt also nicht lange in der Luft. Wenn du besser bist, kannst du dir einen anständigen Bogen besorgen. Dann werden die Pfeile so schnell fliegen, dass man sie kaum noch sehen kann. Vergiss den Armschutz nicht. Wenn du den Dreh raus hast, wirst du ihn nicht mehr brauchen. Ich schieß so scheiße, ne? Oh, fass in die Mitte. Voll daneben. Ich sage es nur ungern, aber das war gar nicht schlecht. Mir ist schleierhaft, weshalb du deine Zeit vergeudest, Herr Bernhard. Aus ihm wird nichts. Und beim ersten Anzeichen von Ärger wird er wie jeder andere Bauerntölpel das Weite suchen. Wäre ja nicht das erste Mal. Was hast du gesagt? Beruhige dich, Junge. Vergiss nicht, mit wem du redest. Was hast du gesagt? Maulhelden, der mit silbernem Löffel im Mund geboren wurde. Oh, jetzt reicht's. Dafür landest du am Schandstock. Immer mit der Ruhe, Herr Bernhard. Wenn der Bursche meint, er könne sich beweisen, dann lass ihn. Du denkst, du könntest mich schlagen? Jederzeit. Also gut. Wenn du mich besiegst, gebe ich dir meinen Bogen. Verlierst du, musst du deinen Beutel leeren. Hast du überhaupt Geld? Ja, das wüsste ich aber. Mehr als genug. Gut, dann lass uns anfangen. Wenn ich meinem hart verdienten Groschen, bist du mir Schugge? Treffer in der Mitte.
Ah. Ah. Das war ein Dreier. Er hat auch einen gemacht, Fichte. Oh Mann. Ah, ich hab gewonnen. Tja, das habe ich nicht erwartet. War vermutlich nicht dein Tag, Herr. Ich sagte ja, meine Hand ist steif, seit ich beim letzten Jagdausflug vom Pferd fiel. Ja, natürlich. Beim Jagdausflug. Was gibt's da zu grinsen? Ich denke, du schuldest mir eine Revanche. Wie wäre es mit einem Duell auf dem Übungsplatz? Wenn du willst. Herr Hans, muss das sein. Herr Hanusch hat sich letztes Mal über deine Kämpfe mit Untergebenen beschwert. Er befahl ausdrücklich... Ich weiß, was er befahl. Sag ihm einfach, ich hätte nicht auf dich gehört. Also, wie sieht's aus, Schmied? Wenn's sein muss. Ach, irgendwann, ne? Ich... Wunderbar. Lass uns gehen. Boah, ey. Bring ihn hier um. Er ist schon da. Nimm das. Au. Verdammt. Hier. Ja, klar ist er besser im Schwertkämpfen. Ist. Boah, der ist echt gut, ey. Gibst du ab? Gut getroffen. Den hab ich noch nicht einmal getroffen, ey. Boah, ich treff den nicht und er macht meine ganzen Klamotten kaputt. Sau. Ausweichen hat nicht geklappt. Du wirst leiden. Hab ich gewonnen? Du hast es mir wirklich gegeben, Schmied. Das war wohl nicht mein Tag. Alles in Ordnung, Herr? Mach dir wegen mir keine Sorgen, du verlauster Bauer. Wir sehen uns wieder. Behalte den Bogen. Er hat seine besten Jahre sowieso hinter sich. Oh oh. Das war nicht gut zu gewinnen. Bete lieber, dass Herr Hans dir das nicht übel nimmt. Er hätte mich nicht herausfordern sollen. Vorsicht! Du magst unter Herrn Ratzigs Schutz stehen, aber es wäre weise, auch die anderen Adligen auf deiner Seite zu haben. Und jetzt ab ins Rathaus. Der Vogt erwartet dich bereits. Jawohl, Hauptmann. Depp. Pfah. Das ist echt... ein Arsch. Ein Arsch ist das, ganz einfach. Nüppel, Wettkampfpfeil... Ja, schön, wegen dem darf ich meine ganze Rüstung reparieren. Karte. Okay, hier ist ein Schnellreisepunkt. Unerforschter Ort. Mache ich eine Markierung mit X. Gucken wir mal, was da hinten ist. Da ich noch laufen können. Platz haben wir auch noch reichlich. Ah, Moment. Ach, Entschuldigung, ich bin wieder durcheinander. Level 2 Skillpunkte, glaube ich. Frischluft nach dem Kerker.
Deine Energie sinkt um ein Viertel langsamer, weswegen du länger ohne Schlaf auskommst. Das ist gut. 30% länger ohne Essen, aber sobald du Hunger bekommst, sind die negativen 90% stärker. Egal, nehme ich mit. Weniger Essen und Schlaf. Mehr. Stärke. Außer den hätte ich gerne. Was dafür brauche ich Stufe 6. Okay, das dauert noch ein bisschen. Agilität. Wenn du fällst, dann fall ich schon mal. Redekunst. Wenn ein Händler beim Falschen die Geduld verliert, erhältst du eine letzte Chance, um ein Angebot zu unterbreiten. Ja gut, das wäre natürlich was. Die Redekunst ist um 3 Punkte erhöht, wenn du dich mit adligen und wohlhabenden Leuten unterhältst. Wenn nicht mit der Spezialität von niedriger Geburt kombiniert werden. Ach so. Wenn ich mit den Pöbel unterhalte. Ja, ich weiß noch nicht. Vielleicht letztes Angebot erstmal. Kann man beim Falschen so richtig schön übertreiben. Wenigstens einmal. Kampf, Verteidigung. Der Block haben wir schon gelernt. Waffen. Ja. Wenn ein Gegner bei der Umklammerung schlägst, schädigst du deine Waffe 15% mehr. Du Angriffe deines Gegners mit deinem Schildblock kosten sie ihn 15% mehr aus. Schwertskill. Und da die Abfolge halten, zustechen, zuschlagen, zuschlagen. Stich auf das Gesicht des Gegners ein, anstatt einen bedeutenden Angriff von rechts durchzuführen. Das heißt, ich muss also bitte dann links und dann rechts unten. Boah, ist kompliziert. Kann ich noch nie merken. Ja, nee. Boah. Das muss irgendwann alles so in den Fleiß. Blut übergehen, Streikholm, Fertigkeiten. Das ist ja Knackenhammer am Punkt. Hey. Ständige Dietriche. Deine Dietriche sind stabiler und halten deswegen doppelt so lange. Das wäre doch was. Schlosser. Nachdem du erfolgreich ein Schloss geknackt hast, besteht eine Chance um 20%, dass zu Bruch gegangene Dietriche wieder im Inventar landen. Ja, nehme ich über das. Das war's. Garlitz mögen mich die Leute. Im Talenberg nur 49. Liegt vielleicht daran, dass ich einfach abgehauen bin. Hier spare ich mir erstmal. Melde dich beim Vogt. Wie spät haben wir es schon wieder? 13 Uhr. Schon wieder am Regen. Was wir alles schon am heutigen Tag erlebt haben. Schwertkampftraining. Bogenschießtraining, dem Rüpel da eins ausgewischt. Oh, Pferde. Oh, ich würde mir gerne ein Pferd kaufen, ne? Ich habe ja ein bisschen Geld, aber ich schaffe mir ein Pferd krieg. Bürger. Krankmeid. Hey, kannst du mal einen Retterschnaps kaufen? Den brauche ich nicht mehr. Oh, was? 150. Mein Retterschnaps. Also, 46 gibt's in mir. Das ist gut. So viel Gemüse, wo ich gar nicht weiß, was ich anfangen soll, ne? Ja, ich könnte damit kochen, aber ich kann ja noch nichts kochen. Wenn ich 93 bekommen, was denn da? Gebratene Ente. 23. Gebratenes Huhn ist billiger. Aber ich habe noch so viel zu essen.
Dörfler. Ach, Utensilien, die verkaufe ich jetzt. Rettich, Beere. Behalte ich Zwiebel. Auch Brezel, Apfel behalte ich auch. Ah, oh, kann ich nehmen, 95. Handeln wir noch ein bisschen. Jetzt brauche ich schon den Handelsskill hab. Reden wir über den Preis. Verärgerten Skill. Warum nicht? Vertreiben wir es doch gleich mal. 105. Ist das genug? Wir kommen der Sache näher. Nur noch ein bisschen weniger. Zufrieden? Darauf würde ich fast einschlagen. Fast. 102. In Ordnung. Ja, sehr gut. Guck, wir sind über 100 gekommen. Haha. Zwar haben wir uns nicht verärgert, aber immerhin. Unterkunft. Da ist ja Schenke. Warum sollte man hier nicht auch übernachten können? Ich habe mich jetzt nur so angestrengt, nicht zu verlieren, weil er wollte meine Geldbörse haben. Da ist jetzt ein bisschen was drin. So, X. Oh. Hier ist so irgendwo Hinweisgeber Quest. Wo ist der? War da bitte mir auch irgendwo hier angezeigt. Quest. Der Wirt! Gelobt sei Jesus Christus. Ja. Gelobt sei der Herr. Weißt du, ob hier jemand meine Hilfe gebrauchen könnte? Ich habe andere Dinge im Kopf. Okay. Scheint soweit. Dasselbe im Angebot. Oh, gekochtes Wildbret vom Hirsch. In einer delikaten Pfefferminzsoße. Ah ne, das war was Falsches. Das arme Schwein. Gehören die Schafe jemanden? Lauf weg. Ich bin der böse Mann. Ich weiß doch, dass du zum Aufsammeln bist. Warum? Oh, ehrlich. Gibt es da einen Trick bei? Kennt einer einen Trick beim Pflanzensammeln? Also gemeine Blumen. Ob sie auch einen Nierenwurz gibt? Ach nee. Hier gibt es keinen Nierenwurz. Kein Nierenwurz. Ja, ich drück mich wieder. Ne? Ich traue mich nicht zum Vogt zu gehen. Da gibt bestimmt wieder Arbeit. Was ist denn hier oben? Die Hauptburg? Ja, ne? Das ist die Hauptburg. Also schon sehr beeindruckend, wie die früher gebaut haben. Ne? Also immer so abhängen. Oh ja, du willst mich filzen, ey. Boah, Junge. Was ist los? Sicherheit geht vor. Aber ich muss Redekunst skillen mit dem gemeinen Pöbel. Du bist doch bestimmt gemeiner Pöbel. Belästige mich nicht, Herr. Keine Auf... Ja. Verzeih, dass ich dich aufgab. Vermaledeiter, kleiner... Ich habe gerade gekämpft, nochmal waschen. Ah. Zeit fürs Badehaus mal, ne? Wir waren noch nicht im Badehaus. Bevor uns jetzt der Vogt neue Arbeit gibt, sollten wir. Wie sieht's mit Essen aus? 71 ist noch. Weiß nicht, ob ich. Man muss da aufpassen. Man kann auch zu viel essen, dann wird man dick. Und träge. Schönes Pferd. Sag nicht das Pferd von dem komischen Typi da. Dem eigentlichen Burgherrn. Ach, hier habe ich ihn fertig gemacht. Bogenschießen und im Schwerkampf. Wo im Schwerkampf ganz schön eng wurde. Noch eine Kirche? Wahrscheinlich für die Adligen hier. Da unten ist die Kirche für das für den gemeinen Pöbel. Guten Tag, Schmied. Brauchst du eine Waffe? Ich brauche unbedingt ein Schwert. Ich weiß vorher nicht, warum ich kein Schwert habe. Glück und Gesundheit. Ja, gleichfalls.
Hier so eine Keule. Irgendwie ist ja, vom Preis her ist das ja okay, ne? Aber irgendwie will ich mir nichts holen, weil ich genau weiß, wenn ich schaffe, einen mit dem Knüppel zu erknüppeln, dann kriege ich ihn schwer. und dann brauche ich mir keins kaufen. Brauche mein Geld noch, weil ich will noch ein Ross haben. Ja, die sind bestimmt teuer. Jäger ist hier. Guten Tag. Der Wildhüter Berthold. Hallo Berthold, darf ich bei dir jagen gehen? Beste Grüße. Ja, du kaufst doch bestimmt Fleisch und, gibt es hier zufällig Pelle. Arbeit für mich? Kommt drauf an. Wie ist dein Gehör? Was? Ich sagte, wie ist dein Gehör? Perfekt. Du brauchst mich nicht anzubrüllen. Warum fragst du denn? Weil es da eine Kleinigkeit zu tun gibt. Aber ich brauche jemanden, der die Gegend kennt und besonders gut hört. Das sollte ich hinbekommen. Also gut. Mein Freund ist Vogelfänger und er hat mir ein paar seltene Nachtigallen zur Verwahrung überlassen. Sie sind gute Handelsware. Reiche Männer halten sie in ihren Kammern in Käfigen, besänftigen damit ihre Frauen, wenn sie saufen und herumhuren gehen. Verstehe. Das Problem ist, dass die Nachtigallen fort sind. Ich weiß nicht wie, aber die Vögel sind ausgeflogen. Warte mal, du verlangst doch sicher nicht von mir, auf der Suche nach Vögeln im Wald herumzuflattern. Nein, das nicht. Zum Glück sind ihre Schwingen gestutzt, also können sie nicht weit sein. Die Turmwache meinte, sie flogen Richtung Vranik. Ich habe hier Fallen. Damit solltest du sie leicht fangen können. Gut, aber woher weiß ich, wo ich die Fallen aufstellen soll? Angeblich mögen sie Kiefern. Und bei Vranik gibt es einen Hügel voller Kiefern. Da stehen eine Menge Kiefern. Deshalb sollst du ja lauschen. Nachtigallen haben einen unverwechselbaren Gesang. Wenn du in der Nähe eine hörst, legst du an der Stelle eine Falle aus. Sie haben andauernd gezwitschert, während sie hier waren. Ich erinnere mich an die Melodien. Ich singe sie dir vor. Kann's kaum erwarten. Die Melodie geht etwa so. Was? Und sowas halten sich die Leute zu Hause? Das klingt wie eine Katze, der man am Schwanz zieht. Du weißt doch, wie es ist. Die feinen Leute sind eben seltsam. Kannst du dir die Melodie merken? Kannst du das wiederholen? Natürlich. Jetzt gemerkt? Ja gut, ja, lass mir in Ruhe. Hast mir gemerkt. Gut, hier sind die Fallen. Vergiss nicht, sobald du eine Nachtigall hörst, lege in der Nähe eine Falle aus. Nach einer Weile sollte sie hineintappen. Wird gemacht. Oh Mann, ist das nochmal? Ich wäre gerne ein besserer Jäger. Selbstverständlich. Ich möchte die Grundlagen festigen. Gut, aber nur gegen Silber. 60? Vielleicht ein anderes. Das müssen wir mal überlegen. Hast du denn so? Spiel gespeichert, warum auch immer. Ein Eibenjagdbogen. Ich habe eigentlich noch einen Bogen übrig. Ja, hier, reicht doch. Pfeile. Was, die kosten einer oder alle 40? Jagdpfeil, okay, der ist schon billiger. Oh, Pfeile so teuer sind, ey. Warum? Sonstige. 15. Er kauft bestimmt auch Pelze und sowas. Ja, nur der Gerber. Ach Quatsch. Komm, gib mir einfach die 60 Kronen. Bürger, was? Wo ist die Kuh? Da! Oh. Eine Kuh. Ah, Sonne. Ist hier noch eine Kneipe? Tatsächlich. Warum ist doch eine Kneipe, oder? Tatsächlich. Kneipe. Ja. Wenn die Leute was brauchen, dann sind es Kneipen. Wisst ihr, wenn ihr baut, Bauspiele spielt, im Mittelalter, baut Kneipen. Jetzt der Vogt, ein Bäcker.
Und Händler, das ist wahrscheinlich, der kauft wahrscheinlich alles. Alles Kaufhändler zu billigen Preisen. Herr Pranger, den wäre ich ja fast gelandet. Pilze und Spargel, traut euch nur, kommt her. Pilze und Spargel. Hier sein. Hier drin war nur der Knast. Da oben irgendwo rein. Hallo? Ich muss hier. Ah, die Gemächer des Vogt. Sehr schwer. Kann ich die Pelze hier auf dem Boden liegen mitnehmen? Schlafen wir ja wohl sehr edel hier, die Herren und Damen, Damen und Herren. Was ist denn der? Hoch die Baby. Das ist ja verrückt. Wo will er hin? Mit Feierabend. Ey! Hüpfe die Nase zu. Hochte, ey, haut einfach ab. Gelobt sei Jesus Christus. Ich soll in den Dienst des Vogtes treten. Ah, du bist also der junge Mann, den Herr Ratzig berufen hat. Ja. Wunderbar. Herr Ratzig bat mich, dich auf die Probe zu stellen. Du kommst genau zur rechten Zeit. Es gibt ein paar Dispute. Wie es scheint, verhalten sich einige deiner ehemaligen Nachbarn ungebührlich. Vielleicht ließen sich die Streitereien leichter beschwichtigen, wenn sich einer der ihren unter den Wachen befände. Gute Idee. Du kannst auf mich zählen, Vogt. Du bist kühn. Das gefällt mir. Hast du dich bei Hauptmann Bernhard gemeldet? Ja. Nachdem er mich unterwiesen hatte, forderte mich Herr Hans zum Duell heraus. Ich verstehe. Herr Hans liebt es, seine Kräfte zu messen. Aber sieh dich vor. Der Zorn kann das Herz eines Adligen rasch erobern, und diese Art von Ärger willst du nicht haben. Wie dem auch sei, du wirst bei der Stadtwache aushelfen. Komm nachmittags zur Kirche. Wachmann Jaroslav, oder Nachtigall, wie man ihn nennt, wird dich dort erwarten. Er wird dich herumführen und dir zeigen, wie man für Ordnung sorgt. Und geh zur Rüstkammer, dort liegt deine Ausrüstung bereit. Oh, ja, Rüstkammer. Sehr schön. Meister Neuigkeiten. Gibt es hier irgendwelche Neuigkeiten? Sprich mich nicht an. Boah, ja, ist ja gut, ey. Noch einer für meine Liste. Bist du Robin Hood? Du hast hinten am Arsch Stoff vergessen. Welch ein Anblick. Bin erblindet. Das ist wohl der SM-Shop. Kannst du mal einen Schritt näher an deine Theke, Mann. Gelobt sei Jesus Christus. Ja, danke. Ich brauche Reparatur. Was? 16? Klar, wenn ich nicht falsch lass uns über den Preis sprechen. Ich zahle nur 14. Was du jetzt? Ah, ich zahle nur 14. Komm schon, ein bisschen mehr. Ja, und wir sind im Geschäft. Ein bisschen mehr. Wo sind wir hier? Bei der Pate oder was? Nein, ich sag's, ich zahle 14. Nun, etwas mehr und der Handel steht. 14. Das ist zu wenig.
Mit der Summe kann ich leben. Jetzt sind 5. Yeah. Da muss das sein. Ach, hier kann ich nicht reparieren. Natürlich ärgerlich, ne? Warum kann ich die Sachen nicht? Brauche ich da einen anderen Reparaturdienst für oder was? Ah. Auf Wiedersehen. Auf zur Rüstkammer. Die steht auch immer gerne vor euren Shops, ne? Stand dahinter. Also ein paar Fehler gibt es hier noch. Dramatisches. Aber doch noch hier und da müsste noch mal ein bisschen was verfeinert werden. Und wir warten einfach, bis die Modder das machen. Ne? Und dann platzieren die alles da, wo es hin soll. Ja, genau, da muss die Arbeit ja fertig machen. Noch ein Bäcker. Apropos Bäcker. Die Zeit ist um. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Dann gehen wir zur Rüstkammer, gehen zur, wie heißt der Typ? Nachtigall oder was? Wiese? Ja, und lernen, was es heißt, eine Wache zu sein. Und dann haben wir Arbeit, hoffe ich. Ständiges Einkommen wäre super. Also haut rein, bis zur nächsten Folge.